Hallo und herzlich willkommen zum letzten Teil unserer Spielraum-Spoiler-Alarm-Reihe Guilds of Ravnica oder Return to Ravnica. Mein Name ist Christoph Postel, bei mir sitzt noch immer die Obrigkeit, Patrick Bordele. Ich fühle mich ganz obrig. Wir starten direkt mit den Artefakten. Jawohl. Und zwar das erste, also es gibt 5 Medaillons. Es gab ja im ersten Ravnica gab es ja Signets, dann gab es Amulets, gab es auch, oder? Keystones. Heiselsteine hat es in Return gegeben. Genau, Signets, Keystones und jetzt Medaillons. Sehr gut. Also das Boros-Medaillon ist das. Genau. Für 3 Mana ein Artefakt, erzeugt eben Rot oder Weiß. Und für 4 Hybrid und Tappen und Opfern ziehe 2 Karten. Ja. Also die Signets haben noch 2 Mana kostet für das Erzeuger, das entweder oder. Die Keystones haben 3 Mana kostet für Zeuge, entweder oder. Und die kosten auch 3 Mana für Zeuge, entweder oder. Aber haben alle eine Fähigkeit. Und ich glaube, das ist das Relevante. Und 2 Karten ziehen finde ich relevant. Auch wenn Key Runes hat es auch gegeben, die in Viecher werden haben können. Entschuldige. Stimmt. Aber ja. Die waren aus einer anderen. Die waren RTR. Ja, okay, von möglich. 2 Karten ziehen finde ich relevant, so, das wollte ich sagen. Ja. Wenn du es nicht mehr brauchst, wenn du geflutet bist, opferst du, ziehst 2 Karten. Dann gibt es den Kammerwachposten für X. Das ist ein Konstrukt. Der Kammerwachposten kommt für jede unterschiedliche Farbe von Mana, das ausgegeben wurde, um ihn zu wirken mit einer +1/+1 Marke ins Spiel. X tappen und entferne X +1/+1 Marke vom Kammerwachposten. Er fügt einem Ziel deiner Wahl X Schadenspunkte zu. Und für Rainbow, also ein weißes, ein blaues, ein schwarzes, ein rotes, ein grünes, bringe den Kammerwachposten aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Mhm. Ich glaube, es ist noch zu früh für Rainbow-Decks, aber spätestens mit dem nächsten Set kann man sich überlegen. Es ist trotzdem noch immer ziemlich viel Investment. Ich meine, er hat Sunburst in Wirklichkeit. Also wenn du schaffst, ihn für 5 zu casten, dann liegt er eine Runde, dann schießt 5 Damage, dann grabst du wieder aus. Dann alles ein bisschen dauert ein bisschen lang. Dauert ein bisschen lang. Aber ist ganz witzig. Aber cooles Artwork. Ja, das auch. Dann gibt es einen Reprint, ja. Chromatic Lantern. Für 3 Mana, ein Artefakt, Länder, die du kontrollierst, haben Tappe. Also tapp die Länder, erzeuge ein Mana in beliebigen Farbe. Und du kannst die Chromatic Lantern selber auch tappen und sie erzeugt ein Mana in beliebigen Farbe. Ja. Super Karte. Ist eine super Karte, gerade für ein Multicolor-Set halt richtig nice. Und war absurd teuer auch schon. War auch sehr teuer und ist jetzt nicht, also wird jetzt wieder wahrscheinlich sich halbwegs einkriegen, ja. Dann gibt es das Dimir-Medaillon, das macht dasselbe wie das Boros-Medaillon, nur in blau-schwarz. Genau. Das Golgari-Medaillon macht dasselbe. Genau. Izzet-Medaillon auch. Jawohl. Das Selesnya-Medaillon auch. Genau, die machen alle dasselbe, ziehen alle 2 Karten, wenn du es nicht mehr brauchst. Dann gibt es den Wirbelknochen-Zauberstab. Der schaut ein bisschen grindig aus, wenn wir ehrlich sind. Ja. Er kostet 1 Mana. Tappe ihn, lege die oberste Karte in den Blick auf deinen Friedhof. Yep. Was cool für dein Golgari-Deck ist, was cool für dein Izzet-Deck ist, was cool für dein Dimir-Deck ist. Ja, das heißt Dimir wahrscheinlich noch am wenigsten, aber ja. Und 2 und tappe ihn, schicke den Wirbelknochenstab ins Exil, mische bis zu 5 Karten deiner Wahl aus deinem Friedhof in deine Bibliothek. Mhm. Kann ich nicht evaluieren, sage ich dir ganz ehrlich. Finde ich auch schwer zu evaluieren, ist glaube ich jetzt am ersten noch in Golgari daheim. Wahrscheinlich, da legst du was ins Friedhof, ah okay, cool, ist eine Kreatur, ah cool, ist eine Kreatur, ah cool, ist eine Kreatur, ah cool, ist ein Scheiße, ist nicht so cool, hätte ich urdringend braucht, dann schaffel ich es zurück, weil dann hoffentlich ziehe ich es irgendwann. Mhm. Also so ist das ja circa, wahrscheinlich, ja. Also es ist sicher nicht eine maßgebende Karte für ein Deck. Ja, ich meine, es hat solche Sachen haben immer gewisses Kombopotenzial, wo du Sachen wieder zurückschaffen kannst, weil man weiß ja nicht, aber ja. Man weiß ja nicht. Dann gehen wir auch gleich weiter zu den Ländern. Das sagen wir zuerst, es gibt die Guild Gates. 10 Guild Gates. Es gibt 10 Guild Gates. Aber es gibt nur 5 Farbkombinationen. Es gibt nur 5 Farbkombinationen, aber jede Farbkombination hat 2 Guild Gates bekommen. Die haben ein anderes Artwork und auch einen anderen Collectors Number. Eine andere Collectors Number. Ja, warum sie das gemacht weiß haben? Weiß kein Schwanz. Genau. Ich meine, alle Artworks sind echt hübsch. Ich werde es jetzt auch einblenden. Schaut super aus. Wirklich, ja. Aber ich bin irritiert. Ich bin auch irritiert, ja. Sehr gut, sind wir zusammen irritiert. Genau. Dann geht es weiter zum Torplatz. Ja. Der schaut super schön aus. Yep. Das ist ein super gutes Mana-Fixing für Limited.
Der Torplatz kommt getappt ins Spiel. Wenn der Torplatz ins Spiel kommt, opfere ihn, es sei denn, du bezahlst ein farbloses Mana. Mhm. Und du kannst ihn tappen, erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe. Ja. Richtig gut, passt. Ich meine, ich finde das auch fair, dass er, ich meine, natürlich setzt dich einmal zurück, aber dann hast du praktisch ein Common Land, was halt Multicolor ist. Ja, das finde ich halt richtig gut. Für den Draft und für Limited ist das echt fein. Ja. Dann gibt es das Forum der Gildenmagier. Da kommen die ganzen Trotteln zusammen und jeder sagt, ich kann eigentlich gar nichts. Und er sagt, ich kann nur weniger. Das ist eigentlich eine Selbsthilfegruppe. Ja, da sagt der eine, aber ich kann nur viel. Aber es kostet halt 1 Million Mana. Das macht keiner. Also du kannst das Vorhaben der Gildenmagier tappen und ein farbloses Mana erzeugen. Und für ein Mana und tappen erzeuge ein Mana eine beliebige Farbe, falls dieses Mana ausgegeben wurde, um einen mehrfarbigen Kreaturenzauber zu wirken. Kommt jene Kreatur mit einer zusätzlichen +1/+1 Marke ins Spiel. Ja, dann wenn ich irgendwas mache, dann ist er nämlich 3-3, der Gildenmagier. Ist nicht mehr ganz so scheiße. Genau, kann er gescheit einsteigen. Ja. Kostet eh nur 4 Mana. Weiß ich nicht. Kann cool sein. Ist, glaube ich, auch eher was für kann gut sein. Für Multiplayer-Formate. Ja. Wo du halt mehr Zeit hast, weil, wie gesagt, es kostet halt 2 Länder equals 2 Mana, um eine +1/+1 Marke wo drauf zu legen. Und gerade im Multicolor-Format eben will ich keine Länder spielen, die mir nicht von Haus aus schon farbiges Mana geben. Ja, ich meine, dafür macht es halt jedes Mana. Das ist schon ein Vorteil. Ja, aber wenn ich eins zahle wieder. Ja, natürlich. Das ist weniger leibend, ja. Dann gibt's 5 Shock Länder Reprint. Es gibt Overgrown Tomb, überwachsene Grabstätte. Es gibt Heilige Schmelze, Sacred Foundry. Jawohl. Es gibt die Dampfschlote oder Steam Vents. Jawohl. Tempelgarten oder Tempelgarten. Jawohl. Und Nasses Grab, in Englisch Watery Grave. Die sind von allen 5 Gilden. Jawohl. Haben alle jeweils ein neues Artwork bekommen. Wer auf unserem Facebook-Channel aktiv ist und uns liked auf Facebook. Wir haben für alle Länder eine Artwork-Challenge gemacht. Ja. Die Geister scheiden sich bei jedem Ding. Du kannst nicht sagen, irgendwie alle stehen auf alte Artworks, aber das ist gut so. Ja. Ich muss gestehen, ich habe selber unterschiedlich gewotet. Ich habe, glaube ich, nur bei einem das neue Artwork gewotet, immer zwischen Return und Ravnica. Weil bei manchen finde ich das, also Ravnica hat halt den Vorteil, dass es nostalgisch ist und ich halt da schon gespielt habe, aber einige von den Return Artworks finde ich einfach hübscher. Ja, also ich muss sagen, ich finde alle richtig schön. Ich finde auch alle neuen richtig schön. Ja, ja. Es ist super gut, dass es reprintet wird wieder, auch für Modern. Ja. Es ist gut für Highlander, es ist gut für Commander, es ist gut für Casual-Spieler, die halt sich jetzt... Es ist gut für Standard. Es ist gut für Standard. Also die Mana-Bases in Standard sind ja wieder absurd stark. Ja. Du hast Shocklands und du hast Checklands. Ja. Und ich warte nur darauf, dass Farsig reprintet wird. Und das wäre gut. Oh, das wäre so schön. Es ist... Entschuldigung. Ich kriege mich schon ein. Ja, bitte beruhige dich. Ja. Auf jeden Fall, Schockländer sind da. Yep. Schockländer sind super wichtig, Schockländer sind super gut. Machen Standard halt, es macht halt viel mehr Spaß, wenn du da spielen kannst, was du willst. Ja, also ich habe immer den meisten Spaß eigentlich gehabt bei so 3- bis 4-färbigen Green-Decks, also die halt grün als Hauptfarbe haben, eben mit Farsig oder solchen geilen Sachen. Und dann halt einfach nur bunt, wo du einfach so Good Stuff spielen kannst. Ja, du kannst und halt das ganz viel machen. Darum freue ich mich, also ich bin von der Edition schon relativ begeistert, weil es halt so viele coole Karten gibt, weil ich halt Ravnica total gern habe. Und ich freue mich auch irrsinnig schon auf die nächste, weil es da Azurius und Orzhov hat. Ja, das sind meine Kombinationen. Ich bin ja ein großer Orzhov-Fan, 2 Gilden, die ich sehr schätze. Und ja, wird sicher cool. Also ich bin jetzt schon, finde es jetzt schon cool. Ja, ich bin ein großer Ravnica-Fan. Wie gesagt, meine 2 Gilden kommen halt erst in der nächsten Edition, eben die angesprochenen Azurius und Orzhov. Mhm. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Ja, was bleibt zu sagen? Ihr seht, wir sind eigentlich beide relativ begeistert von der Edition. Ja, ich muss auch gestehen, obwohl es ein bisschen stressig war mit, das wäre die erste Folge, gesehen hat, weißt du noch, mit heute erst Spoiler komplett gewesen und wir machen gleich Evaluierung, weil halt, ja, einmal durchgelesen und gesagt, okay, wir probieren es. Aber ich habe mich wirklich gefreut auf den Spoiler-Alarm und ich finde die sind richtig cool und ich finde halt wirklich coole Karten. Einige Sachen, wo du halt herumbasteln musst, einige Sachen, die offensichtlich stark sind. Ja. Ja. Na, wir haben immer zum Abschluss der Edition. Ich habe es gewusst, den schaue ich schon. Ich schaue schon.
Ich schummel schon eben. Deine aus dem Stand greift deine Top 3. Return to Ravnica Karten. Aus dem Stand. Ich hasse dich so. Jetzt hat er Stress. Ich habe Urstress. Ich habe wirklich Urstress. Ich bin drei Gildenmagier. Nein, mache ich nicht. Also Platz 3. Ich muss es, glaube ich, machen. Ist es ihr das? Ja. Die Desinformationskampagne. Fake News. Fake News. Was soll ich, eine coole Karte? Die ist wirklich gut. Ich weiß, was ich auf Platz 1 gibt. Nein, ich mache mir das urleicht. Ich mache mir das wirklich leicht. Gibt sich doch zwei Gildenmagier. Nein. Platz 2 nehme ich. Alle Schockländer. Ich wollte alle schnell, ich wollte mich auf 1. Na, du kannst ruhig alle nehmen. Ich verstehe das. Alle Schockländer? Nein. Alle Schockländer sind in Ordnung. Okay, alle Schockländer. Und auf Platz 1, weil ich ein alter Schummelbär bin. Etrata. Assassin's Trophy. Assassin's Trophy. Oder Trophäe der Meuchlerin. Trophäe ist offensichtlich halt die beste Karte, ja, halt im Set. Die beste Karte aus dem Set. Ja. Ja. Das ist relativ simpel. Es gibt halt viele andere coole Karten auch. Ja. Ich habe mir auch überlegt, ob ich Ionize nehmen soll. Es gibt ganz viele coole Karten, ja. Vor allem, mir gefällt der Dimir total gut. Wirklich, mir gefallen auch diese Dimir-Karten total gut, die es alle gibt. Also, obwohl es normalerweise nicht so meine Gilde ist, aber... Ja. Jetzt bist du. Es ist ganz schwierig eigentlich. Es ist ganz schwierig. Ich habe so... Also, meine Favorite-Karte aus der Edition ist Taij. Wirklich, man glaubt es kaum, eine aggressive Boas-Karte. Es ist weiß, es ist so, wundern tut es mir jetzt nicht. Die Karte ist, also das ist meine Nummer 1. Was ich sehr geil finde, und es ist Etrata auch. Das lustige Teil, das man wieder hinein mischt ins Deck. Ah ja, oh ja, oh ja. Ich finde das richtig cool. Stimmt, die hätte ich eigentlich, hätte ich erst die Schockländer nehmen sollen, die finde ich viel cooler. Das ist eine super weirde Karte, wir haben nachher drüber geredet. Ja, ja. Aber es hat schon, es ist halt schon eigentlich sehr geil. Ja. Oh ja. Der dritte Platz ist halt. Muss gestehen, mir gefällt Niv-Mizzet auch irgendwie. Je mehr wir drüber gesprochen haben, desto mehr möchte ich mich einmal mit diesem Trotteldrachen enttappen und einfach ganz viele weirde Sachen machen. Ja, verstehe ich. Also das ist so, und jetzt kommt ja wieder die Zeit, wo man basteln kann. Wo man basteln kann. Ja. Die beste Zeit. Die beste Zeit in Magic. Wirklich. Die beste Zeit in Magic. Du nimmst einen Haufen von neuen Karten, mischst es mit einem Haufen von alten Karten. Und die ersten 3-4 Wochen FNM sind erstens weniger Leute da, weil die Netdecker halt nicht wollen. Und du spielst gegen ganz viele coole, weirde Decks. Ja. Und vor allem dadurch, dass die Proto jetzt immer ein bisschen weiter nach hinten verschoben ist, hast du auch mehr Zeit, bevor es wirklich hart ausgetecht ist und man kann halt viel länger, finde ich, herum experimentieren. Ja. Was ich ja an Magic am geilsten finde. Das ist ja eigentlich das Coolste an Magic, dass du, wenn du mit deinem eigenen Deck, das dir gefällt, dass du so aufgebaut hast, wie es dir Spaß macht, du gehst hin und spielst mit dem Deck. Ja, und dann schraubst da zwei Karten herum und da ein bisschen und dann kommst du drauf, dass das cooler wäre oder besser. Ja. Ja. Ich glaube, mit dem wollen wir euch auch entlassen. Genau. Diesmal mit ein bisschen am Positiven, mit dem den Spaß am Magic behalten. Ja. Es muss nicht alles hyper-competitive sein, es kann einfach auch manchmal einfach nur cool und lustig sein. Ja, und Ravnica, glaube ich, hat beides. Ich glaube, man kann beides damit machen. Patrick, danke für deine weisen Worte. Gerne. Wenn ich es geschafft habe, sind wir entweder am Pre-Release-Wochenende gerade oder noch vor dem Pre-Release. Insofern wünsche ich euch viel Spaß beim Pre-Release. Wir sind gerne auch in den Kommentaren, hören wir, was ihr gezockt habt, was eure Einschätzungen sind. Welche Karten ihr gut findet. Genau, natürlich auch eure Top 3, wenn ihr welche habt. Ja. Ansonsten viel Spaß mit Guilds of Ravnica, viel Spaß mit Return to Ravnica, viel Spaß beim Magic spielen, viel Spaß beim Pre-Release. Danke fürs Zuschauen, ihr könnt zu immer liken, subscriben und kommentieren auf Facebook, YouTube und Twitter und uns natürlich im Spielraum in Wien antreffen und vergesst das Glockensymbol nicht. Ding! Danke fürs Zuschauen, guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, schöne Jause, auf Wiedersehen. Ciao, ba. Kein Mensch auf der Welt sagt schöne Jause. Ja, das habe ich von dir. Ja, hey, was genau scheiße ist.